Herzlich willkommen zu den SWK TV Nachrichten und das sind unsere Themen heute: Ginga Neuheitenschau 2017, Willow feiert Rekordjahr, Schornstein ja oder nein und Mobiheat erobert die Schweiz. Kurz nach der ISH hat sich die Branche jetzt in Markt Schwaben getroffen, und zwar zur 23. Ginga Neuheitenschau. Hier informiert sich das Handwerk alle 2 Jahre über die besten Lösungen am Markt, auch für den Endkunden. Offenbar eine Messe mit Erfolgsgeheimnis, wie uns Kurt Baumgärtner im Interview verraten hat. Es hört sich ein bisschen überzogen an, aber Tradition. Und Tradition verbindet. Und die 23. Ginga Neuheitenschau mit über 320 Ausstellern auf knapp 17.000, 18.000 Quadratmeter Fläche bietet eine ideale Plattform, nach der tollen ISH in Frankfurt alle Innovationen, alle Produkte, alle Lösungen direkt an den Handwerker zu bringen, an den Monteur, an den Gesellen, derjenige, der wieder die Lösung schaffen muss für den Endverbraucher. Und das ist das Zugpferd. Das ist im Prinzip genau das Geheimnis der Neuheitenschau. Und eine Sache war natürlich auch hier Thema, die Digitalisierung in der Branche. Sie ist wichtig und sie wird immer wichtiger. Und dafür müssen wir auch Lösungen gemeinsam finden, um den Trend nicht zu verschlafen, sondern dabei zu sein. Angefangen haben wir schon vor Jahren mit einem sehr erfolgreichen GC Online Plus, mit einem GC 24 Lager. Wir haben jetzt Elements seit einigen Jahren und ganz neue Thermobox. Das sind Instrumente, das sind Lösungen, die zielgerichtet sind und die den Endkunden betreffen, aber sehr wichtig, den Handwerker immer im Mittelpunkt des Geschehens lassen. Ein weiteres Thema auf der Neuheitenschau: Nachwuchsförderung im Handwerk. Wir müssen Zukunft gestalten und das können wir nur, wenn wir unsere Partner stark machen. Stark machen wir sie, indem wir Premium-Partner sind des ZVSAK. Dort heißt die Kampagne Zeit zu starten. Und die werden wir in den nächsten Jahren sehr intensiv begleiten, unterstützen, um in dieser Zukunftsbranche, Innovationsbranche den Nachwuchs zu gewinnen und zu generieren. Die nächste Ginga-Neuheitenschau ist im März 2019. Willow blickt auf ein Rekordjahr zurück. Wachstum im 7. Jahr in Folge. Die Gründe dafür kennt Dr. Markus Beukenberg. Wir sind sehr stolz darauf, wieder ein absolutes Rekordjahr erreicht zu haben. Wir haben einen Umsatz von 1,33 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von immerhin 3,5%, ein absoluter Spitzenwert in der Pumpenbranche. Die Ursachen dafür sind sicherlich darin zu sehen, dass wir ein Top-Produktprogramm haben, das die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllt. Aber was, glaube ich, am bedeutendsten ist, ist die absolute Kundennähe, die wir aufrechterhalten und noch weiter ausbauen wollen. Das wird von unseren Kunden extrem honoriert und macht uns so erfolgreich. Willow hat einige Botschaften momentan. Unter anderem geht es auch um die Förderung energieeffiziente Heizung. Die Heizungsoptimierung, so wie das Programm richtig heißt, ist ein sehr bedeutsames Programm. Es ist leider nicht so stark angelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Allerdings muss man auch sagen, das Programm läuft ja 5 Jahre. Neben den Pumpen wird auch noch eine Vielzahl anderer Maßnahmen im Gebäude gefördert, unter anderem zum Beispiel auch der Austausch von Heizkörperventilen gegen effiziente, der hydraulische Abgleich und bis hin zu Themen, die zur Optimierung der Regelungstechnik und Steuerung der Heizungsanlage dienen. Also hier gibt es für den Endkunden ein breites Spektrum an Möglichkeiten, seine Heizung zu optimieren und damit in erheblichem Maße Geld zu sparen. Die Förderquote liegt ja bei brutto 30%, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Programm, das sehr viel deutlicher in Anspruch genommen werden sollte. Ein sichtbares Zeichen, auch für den Erfolg der Willow-Gruppe, ist der Neubau des Willow-Campus mit der Smart Factory in Dortmund. 2019 soll die in Produktion gehen. Die Erwartungen daran sind hoch. Willow versteht sich ja als digitaler Pionier der Pumpenbranche und damit wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen an unserem Hauptstandort in Dortmund. Die daraus resultierenden Effekte sind eigentlich zweifach. Wir haben Effekte nach innen, also hinsichtlich auf Top-Qualität, schnelle Lieferzeiten und verbesserte Logistik. Andererseits werden auch unsere Kunden in erheblichem Maße davon profitieren, indem sie nämlich auch diese schnellen Lieferzeiten zu ihrem Vorteil nutzen können. Sie werden von uns hoch attraktive, internetfähige, moderne Produkte erwarten können, die wir in dieser Fabrik bauen. Und damit werden wir dem Anspruch gerecht, noch dichter an unsere Kunden zu kommen und ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen.
Ja, ganz anderes Thema, Schornsteine. Wie zeitgemäß sind die eigentlich noch? Darüber haben wir mit Burkhard Kehm gesprochen von der Schiedel GmbH und Co. KG. Die meisten Technologien benötigen elektrische Leistungen, um überhaupt zu funktionieren. Und wenn der Strom ausfällt, ist Feierabend, dann wird es hauskalt und letztendlich das Warmwasser auch. Ein Schornstein eröffnet die Möglichkeit, nach wie vor mit einem Ofen ein nettes, lustiges Feuer zu machen, das eben auch Gemütlichkeit ausstrahlt und was Archaisches für die Männer an sich hat. Immerhin, fast jeder achte Bundesbürger nutzt noch eine Holzfeuerstätte. Wenn man in die Jahre zurückschaut, nach dem Krieg gab es ja gar keine andere Möglichkeit für die Leute, überhaupt ihr Haus zu beheizen und danach auch das Thema Versorgungssicherheit im Griff zu haben. Also, wobei heutzutage auf jeden Fall die Möglichkeit, das Feuer als Wohnelement zu nutzen, mehr in den Vordergrund rückt. Die heutigen Häuser sind sehr gut isoliert. Man braucht eigentlich diese Sicherheit in dieser Form nicht mehr so. Aber was Archaisches, was letztendlich das Bärenfeld gemütlich macht, ist immer schön. Also das sozusagen das Geheimnis des Erfolges der offenen Holzfeuerstätte? Ja, auf jeden Fall ein Teil des Erfolges. Also wir Männer sind ja geborene Pyromanen. Wenn das Feuer richtig knistert, dann fühlen wir uns wohl. Und das ist, denke ich, noch die alte Lagerfeuerromantik, die da in uns drinsteckt und wo jeder auch gerne sagt, ja, das möchte ich genießen. Bleibt die Frage, Holzfeuerstätte und Heizsystem, ist das ein Widerspruch oder die perfekte Kombination? Ja, das ist eine gute Frage. Also aus unserer Sicht, aus Sicht der IPS, auf jeden Fall kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Sondern wenn man heute sieht, spricht ja jeder auch von der Dunkelflaute. Die Dunkelflaute kann man überbrücken, entweder mit Holz oder ja, man muss sich warm anziehen. Und mit Holz ist es viel gemütlicher, weil letztendlich hat das Holz Leuchtkraft, ein schönes Holzfeuer macht warm. Und die Leute können auch im Winter, wenn zum Beispiel anstelle des Heizstabes eine andere Lösung gefunden werden soll, weil eben die Sonne auch nicht scheint und der Strom nicht zur Verfügung steht in der Wärmepumpe, sich das Räumchen gemütlich warm machen. Mobiheat will die Schweiz erobern. Seit Anfang des Jahres hat das Unternehmen hier eine eigene GmbH. Hier kommt eine erste Bilanz nach dem Startschuss. Seit dem 1. Januar gibt es eine eigene GmbH der Mobiheat in der Schweiz. Wir haben die Mobiheat Schweiz gegründet aufgrund der immer höher werdenden Nachfrage aus dem Nachbarland, aus der Alpenregion Schweiz. Und jetzt bei mir der Geschäftsführer der Mobiheat Schweiz, Marcel Tschetschel, und zuständig für den Vertrieb Wolfgang Müller. Marcel, erklär uns kurz, wie ist die Schweizer GmbH von Mobiheat angelaufen? Wie wird es angenommen in der Schweiz? Also es ist bei uns sehr gut angelaufen und es wird auch sehr gut angenommen, insbesondere betreffend der Flexibilität. Wir sind jetzt viel schneller, wir sind flexibler und können auch den Großhandel effektiv gut beliefern, sehr gut beliefern. Schneller, effektiver bedeutet, die Mobiheat hat auch in den vergangenen Jahren in die Schweiz geliefert, aber man weiß, mit Nicht-EU-Ländern ist es immer schwierig mit Zollbestimmungen, Ein-Ausfuhrbestimmungen und deshalb war dieser Schritt notwendig. Und Wolfgang Müller wird uns jetzt erklären, wie die ersten Beziehungen angelaufen sind, wie sind die Strukturen in der Schweiz mit der Mobiheat Schweiz GmbH. Wie läuft's? Es läuft hervorragend. Wir sind bereits seit 3 Jahren in der Schweiz, wie du bereits erwähnt hast. Wir bedienen den kompletten Großhandel in der Schweiz und vertreiben unsere Produkte ausschließlich über den 3-stufigen Vertrieb. Und wie unserem Vertriebsnetz war es geschuldet, dass wir in der Schweiz sind, dass wir ein Lager in der Schweiz haben und auch innerhalb von 12 Stunden auf Anfragen reagieren können. Der Heizungsbauer bestellt über seinen Großhandel. Der Großhandel kommt zu uns und innerhalb von 12 Stunden können wir gewährleisten, dass die angeforderten Geräte beim Kunden sind. Sehr schön. Und der Schweizer Kunde hat jetzt eine eigene Webseite, auf der er sich die Angebote erstellen lassen kann, nämlich auf www.mobiheat-schweiz.ch. Soweit Ihre SRK-TV-Nachrichten für heute. Nächste Woche gibt es hier bei uns wieder, wie gewohnt, die aktuellsten Meldungen aus der Branche. Ich freue mich, wenn Sie zu unseren Sendungen wieder reinschauen. Bis dahin.